The ground there is cold. Oh, what? A jumping double from Cold. What is there going on right now? How does he do this? Other strokes in the same place there. Simple just jumping, catching into the side. He's going to fall down again. Oh. What is this class from? For another spray, Neil's going to get it. He goes for more. Spray for the one. He's down a bonus. Neil! Are you kidding me? He picks it up. Ace clutch. Herzlich willkommen zum Exklusivvideo mit dem Manuel Zeinder, a.k.a. Solek, der Gründer von Berserk. Die Organisation Berserk hat momentan ein Counter-Strike-Go-Team, das international Fuß fassen wird. Wir haben gestern gesagt, oder ich habe gestern gesagt, dass wir eine Überraschung für euch haben bezüglich Berserk. Und ich möchte gerade dich fragen, Manuel Zeinder, was ist denn genau die Überraschung? Die Überraschung ist, ich bin ja selber Schweizer und da ich eine eigene Organisation gegründet habe, ist mir das wichtig, dass ich auch ein Schweizer Team unter Vertrag nehme und bei mir ein Academy-Team starte, aus nur Schweizer, wo unter Fittiche genommen werden, auch vom internationalen Team, um es zu fördern, um Schweizer Counter-Strike auch besser zu machen. Wieso hast du dann gedacht, dass jetzt der Zeitpunkt ist, noch so ein Schweizer Team zu gründen? Also ich merke einfach den Aufwind in der Schweiz, auch was das Interesse am E-Sport betrifft. Und es ist aber für mich aber auch ein persönliches Anliegen. Ich habe selber nie Fuß gefasst in der Schweiz. Ich bin gerade über Grenzen, das heisst, ich habe gerade international gespielt im deutschen Bereich. Und es ist für mich wie auch eine Herzensangelegenheit, dass ich in einem Schweizer Team das die Heige, wo professionell läuft. Und ich den Spielern die Möglichkeit geben, unter guten Bedingungen können, ihrem Hobby nachzugehen. Das ist ganz, ganz cool. Und wie sieht dann das Line-Up aus vom Schweizer Team? Also zurzeit sind es 3 feste Spieler. Ah. Das ist einmal der Tom Spider Weber, der ist vielleicht ganz alt eingesessen, ist der bekannt. Der hat ganz am Anfang bei Endless Inspiration, das erfolgreichste Schweizer Team, das schon viele Jahre her hat er gespielt. Er ist mit an Bord. Dann der Merka, der vorher bei Team Maischgut gespielt hat, wo er auch ein internationales Event schon mitgenommen hat in Jakarta, und der Scrunch. Und die 3 sind jetzt fix und die anderen 2 stehen noch offen. Das ist doch interessant, auch für euch Zuschauer. Das heisst, es hat noch 2 Plätze frei. Kann man sich dann überhaupt noch bewerben oder irgendwie anmelden bei Auf jeden Team Fall. Berserk? Bei mir kann man sich melden, auf Interesse vom Academy-Team. Und dann wird dort vermittelt und dann werden Testgames starten und dann ist es eure Chance. Wie sehen dann die Voraussetzungen aus, die jetzt die Interessenten müssten haben? Was für Skills und Fähigkeiten müssen sie leisten, aus deiner Sicht? Am besten ist einfach, wenn sie schon Erfahrung haben, ganz klar. Das Ziel wird sein, auch in der Schweiz, wie auch im internationalen Team, können gut Fuß fassen, optimal dominieren. Und auf das arbeiten wir hin, in Zusammenarbeit mit dem internationalen Team, dass wir sie unterstützen. Aber es kann sich jeder bewerben. Und jeder, der denkt, er hat das Zeug dazu, kann seine Chance nutzen. Ganz cool. Danke vielmals, Manuel Zeinder. Nochmal viel Glück mit Team Berserk und auch mit der Academy. Und ich wünsche euch auch noch viel Glück. Vielleicht schaffen die es auch noch, in das Team zu kommen. Und wir werden auf jeden Fall Team Berserk weiterhin im Auge behalten und euch weiterhin darüber berichten. esports.ch Powered by UBC.